Ha, Lilo. Dem einen oder anderen war es aufgefallen, dass ich hier unter Ubuntu 12.04 ein GNOME-Desktop habe. Und es kam dann auch die Frage auf, wie man sowas hinkriegt. Ne? Also ich habe hier ein Ubuntu 12.04 LTS und ich habe hier kein Unity und ähnliches, sondern habe hier ein GNOME-Desktop. Und da kam die Frage, wie macht man sowas? Und das geht folgendermaßen: mit sudo apt-get install gnome installieren. Neustarten. Neustarten und dann könnt ihr hier aussuchen, dieses Ubuntu-Logo anwählen, GNOME Classic, ne? Und dann euer Passwort. Es sollte dann hier so ein fußförmiges Symbol erscheinen. Da könnt ihr Passwort eingeben und dann solltet ihr auf so einen GNOME-Desktop kommen. Gegebenenfalls, falls ihr Compiz benutzt, also den Compiz Config Einstellungsmanager, sucht ihr mal mit dem Filter nach Unity. Deaktiviert noch die Unity-Plugins. Damit ist dann ausgeschlossen, dass der Unity Launcher überhaupt hier erscheint. Gut, und dann kann man natürlich forschen, was es dann noch für schöne Programme gibt. Ne? Zum Beispiel X-Diagnose. Startet mal unter GNOME dann gksudo X-Diagnose. Gksudo, weil X-Diagnose ist ein grafisches Programm und Sudo-Rechte deshalb, weil man Admin-Rechte braucht, um das hier überhaupt zu setzen. Dort kann man dann Grafikfehler beheben, ne, die ein oder andere Leute mittlerweile haben. Zum Beispiel, wenn man jetzt mal hier drauf geht und einen Moment mit der Maus wartet, kann man hier die Protokolle detaillierter gestalten mit mehr Einzelheiten über 3D, Plymouth und Bildschirmerkennung. Das Häkchen kann man setzen. Bootmitteilungen anzeigen, das ist wichtig, ja. Viele haben das Problem, es wird dann einfach nur das Ubuntu-Logo angezeigt, wie auch immer, und dann bleibt es hängen und keiner weiß warum. Dann wird Splash und Quiet aus den Kernel-Optionen entfernt, sodass Sie Kernel-Einzelheiten während des Startvorgangs sehen. Und damit kann man dann wieder dem Fehler auf die Spur kommen. Bootloader-Grafik deaktivieren. Der Grub Bootloader verfügt über einen Grafikmodus, der den Weser Frame Buffer Treiber nutzt, welcher manchmal das spätere Laden des korrekten Videotreibers verhindert. Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, muss Grub den Textmodus verwenden. Das könnte Grafikprobleme beim Starten verhindern. Nett. Weser Frame Buffer Treiber deaktivieren. Weser FB wird früh während des Startvorgangs geladen, damit das Bootlogo angezeigt werden kann, kann aber Probleme mit den eigentlichen Grafiktreiber zur Folge haben. Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, wird verhindert, dass Weser FB geladen wird, um so oben genannte Probleme entstehen könnten. PET-Speicher deaktivieren. Die Seitentabellenerweiterung kann die Speicherverwaltung proprietärer Treiber unter bestimmten Umständen beeinflussen und eine Verzögerung oder ein Ausfall der Videospeicherzuordnung verursachen. Daher kann Fehlern durch Deaktivieren vorgebeugt werden. Proprietäre Treiber, das sind halt vom Hersteller der Grafikkarte zur Verfügung gestellte Treiber, ja, zum Beispiel Nvidia oder AT-Treiber. Und da gibt es keinen Quellcode zu und da weiß kein Mensch, was da drin ist. Und gegebenenfalls kann man hiermit damit verhindern, dass da ein Ausfall passiert. X-Diagnose. Nettes Programmchen. Wie gesagt, mit Rootrechten. Und weil es ein grafisches Programmchen ist, mit gksudo starten. Gut. Was auch nett ist, ist Syslog, ne? Systemprotokollbetrachter. Hier findet ihr Systemwerkzeuge, Systemprotokollbetrachter und das X-Diagnose findet ihr hier, aber bitte nicht so starten. Das funktioniert halt, wie gesagt, nur mit Rootrechten. Systemprotokollbetrachter ist das da. Syslog, ne? Da sehen wir, habe ich anscheinend ein Problemchen beim apt-check, also bei der Aktualisierungsverwaltung. Entsteht ein Speicherzugriffsfehler, ein sogenannter Segmentation Fault. Und das entsteht in einem bestimmten Paket und das Problem ist anscheinend auch schon bekannt. Anscheinend sieht es so aus im Moment, wenn man zum Beispiel hier eine 64-Bit-Version hat, eine AMD 64-Bit-Version und der Prozessor kein AMD ist, dann könnte es dazu kommen. So sieht es zumindest aus, so habe ich das zumindest rausgelesen. Und diese Filter kann man hier setzen. Ja, habe ich mir einen Filter angelegt, Speicherzugriffsfehler und nur Übereinstimmung anzeigen. Und den Filter kann man sich selber
basteln, ja. Den habe ich jetzt mal Speicherzugriffsfehler genannt, ja. Und den habe ich folgendermaßen gesetzt. Irgendeinen Namen, ne? Weil es halt ein Segmentation Fault ist, habe ich gesagt Speicherzugriffsfehler. Und regulärer Ausdruck ist dann SegFault, also das, was gesucht wird. Ihr könnt hier auch, weil es halt ein regulärer Ausdruck ist, eine Regular Expression, kann man hier auch Filter drin setzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier nach suchen würde, apt-check, und jetzt will ich die Klammern nicht, dann könnte ich sagen, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dinger, wo ich gar nicht so genau weiß, was da kommt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte. Das sind reguläre Ausdrücke. Filter. Ja, ein Doppelpunkt kommt dann, Leerzeichen. Dann kann man sagen, Vordergrund und Hintergrund, Farbe bestimmen, hervorheben, anwenden. Und schon habe ich dasselbe Ergebnis, aber halt diesmal mit Regular Expressions gesetzt. Ja, also schaut mal mein Video zu den Regular Expressions. Dann seht ihr schon, was ich damit meine. Gut. Falls ihr also dieses Problem mit dem App-Check habt, na, dann könnt ihr mit sudo rm mal versuchen, den Update-Manager wieder gängig zu kriegen. Bei mir würde dann der gegebenenfalls abschmieren beim Versuch, ein Update zu fahren. Mit sudo remove var cache apt-bin kann man gegebenenfalls den wieder zum Leben erwecken, dass die Aktualisierungsverwaltung nicht abschmiert. Und die Aktualisierungsverwaltung brauchen wir ja, sobald das Problem mit diesem libapt-Package behoben ist. Gut, Syslog. Schöne Sache und X-Diagnose. Alles hier auf dem GNOME-Desktop und Anwendungen, Systemwerkzeuge, Systemüberwachung. Wir haben hier ein Ubuntu-System Precise, 64-Bit, Kernel 3.2.0.24 Generic GNOME 3.4.1 und ihr seht auch hier habe ich einen Intel-Prozessor und verwende eine 64-Bit, also eine AMD 64-Bit-Version von Ubuntu und vielleicht liegt es daran, dass hier dieser Segmentation Fault entsteht momentan, dass das nicht ganz zusammenpasst. Schauen wir mal. Gut, ich hoffe, hiermit geholfen zu haben, verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.